Hey Leute, was geht? Hier ist Julius und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Road to Glory Folge und wir kommen heute zu meinen Top 100 Rewards, dass ich dieses Jahr das mal noch sagen kann, hätte ich auch nicht gedacht, aber es geht ja wie gesagt nicht um FIFA 20, sondern um FIFA 19, falls ihr das Video am Dienstag verpasst habt, ihr habt es gesehen bestimmt. Ich habe die FIFA 19 Retro Weekend League gespielt, man konnte am Wochenende noch ein letztes Mal in die Weekend League von FIFA 19 reinstarten, fand ich richtig, richtig cool und das habe ich natürlich gemacht, weil ich war ein großer Fan von FIFA 19, hat mir immer sehr, sehr viel Spaß gemacht und das war die Truppe, mit der wir gespielt haben. In den letzten 10 Spielen habe ich dann noch Mbappé statt George Best Moments gespielt, der war auf jeden Fall auch sehr, sehr stabil, hat halt ja die 93 Sprungkraft, 99 Kopfballpräzision, was in FIFA 19 sehr, sehr wichtig war, richtig geile Karte, ansonsten war das unser Team. Auf jeden Fall richtig, richtig geil. Hat mega Spaß gemacht. Alle Spieler waren extrem stark. Die Innenverteidigung, Varane, Van Dijk, besser geht's fast nicht. Meiner Meinung nach dazu Marcelo, George Best, absolute Legende für mich. Den will ich mir in FIFA 20 definitiv auch mal bald noch holen für eine Weekend League. Und dazu mal wieder mit Rullit, Ronaldo, Vieira, Eusebio zu spielen, war einfach geil. Havertz auch unfassbar gut gewesen in FIFA 19. Und wir bekommen heute, wie gesagt, unsere Top 100 Rewards in FIFA 19. Am Wochenende werde ich natürlich die FIFA 20 Weekend League wieder spielen. Da werden wir unser Prime Icon Pack ziehen und um die Prime Icon, die wir aus dem Pack holen, ein Team bauen. Am Wochenende kommt ja auch Foot Birthday raus. Von dem her sollte da auf jeden Fall eine ganz coole Weekend League stattfinden. Da bin ich mir relativ sicher. Und wir können heute einige geile Karten erwarten aus den Top 100 Rewards. Denn wir bekommen 4 rote TOTS Player Picks. Dazu dann noch ein 11er TOTS Pack und 300k Packs, wenn ich es richtig gesehen habe. Also das ist schon echt saftig. Wir bekommen sogar noch ein ultimatives Pack, weil ich glaube ich in Liga 1 bin, Division 1. Ja, geil, krass. Dann nehme ich mal die untauschbaren Dinger, weil ja alles fürs Video würde ich sagen. Alter, das wird ein saugeiles Pack-Opening. 2 35k Packs und 2 125k Packs haben wir jetzt hier auch noch am Start. Ich würde sagen, wir beginnen damit mal ganz entspannt. 2 35k Packs und 2 125k Packs. Es gibt natürlich keine Promo mehr in FIFA 19. Von dem her können wir jetzt hier keine krassen Special Cards erwarten. Höchstens eine Icon mit ganz, ganz viel Luck. Aber das wäre auch wirklich zu krass. Fügen wir alles dem Verein hinzu. Und dann kommen wir zum nächsten 35k Pack. Auch wenn mir das jetzt nicht mehr so viel bringt, finde ich, ist es auf jeden Fall nochmal eine richtig coole Sache und ihr habt das FIFA 19 Retro Weekend League Video echt gefeiert. Da gehen auf jeden Fall Grüße raus, deshalb bin ich mir sicher, findet ihr dieses Video bestimmt auch ganz cool. Der Kollege ist gerade im aktuellen FIFA 20 Team der Woche, im Team of the Week Moments und der hat eine richtig geile Karte bekommen. Cool, den jetzt hier auch mal noch zu sehen. Und dann kommen wir jetzt hier zu den 225k Packs. Let's go. EA, FIFA 19, nochmal eine Icon zum Abschluss. Es wird der Walkout, das ist doch schon mal schön. Leider keine Icon, sondern was? Der ist Walkout? 86er Otamendi. Moin, Grüße gehen raus. Okay, krass. Wusste ich schon gar nicht mehr, dass der am Ende Walkout war. Und jetzt einfach wieder in FIFA 20 runter auf 83. So schnell kann es gehen. Ja, nettes Pack, aber jetzt auch nicht super geil. Ja, Rest können wir abstoßen. Ist jetzt auch relativ uninteressant. Dann kommen wir zum nächsten und letzten 125k Pack. Wird es diesmal wieder ein Walkout? Es wird kein Walkout aus einem 125k Pack. Nicht mal in FIFA 19 gönnt EA noch. Das wird 83er Luis Gustavo. Weltklasse. Grüße gehen raus. Cool. Es ist zu krass. Es ist zu krass. Und das auch noch untauschbar. Aber naja, darum soll es gar nicht gehen. Ich würde sagen, wir holen uns unsere Top 100 Rewards ab und schauen, auf welchen Platz ich am Ende gekommen bin. Ich glaube, Platz 58 müsste es sein. So ist es. Ein Screenshot für die Ewigkeit. Top 100, Platz 58 mit 24 Siegen. Grüße gehen raus. Wobei mein Matchmaking echt hart war, muss ich sagen. Ich hatte so viele E-Sportler. Habe gegen Platz 1 gespielt, gegen Platz 2, gegen Platz 6 und gegen die natürlich alle verloren. Hätte ich nicht gegen die gespielt und ein paar einfache Gegner bekommen, dann hätte ich vielleicht sogar Elite 1 gepackt. Aber sei es drum, Hauptsache wir haben am Ende die Top 100 erreicht. Dafür bekommen wir jetzt 4 rote Player Picks, ein 125, nee,
ein 11er Tots Pack und 300 K-Packs und 125.000 Münzen. Das ist doch sehr, sehr geil. Und jetzt bekommen wir halt, wie gesagt, nochmal 4 rote Tots-Karten aus dem Best of Tots. Holy moly. Das kann ballern. Das kann nochmal ballern. Das wäre natürlich cool, dass wir jetzt unser Team nochmal ein bisschen upgraden können. Vielleicht ein roter Havertz statt unser jetziger Havertz. Das wäre richtig cool. Ansonsten bin ich eigentlich relativ zufrieden mit meinem Team. Natürlich so ein Ronaldo oder Messi nimmt man dann auch nochmal mit. Ich bin gespannt. Erstes Pack. Okay. Ist das überhaupt das Best of Tots? Das ist ja nicht mal das Best of Tots. Ja moin. Das war es halt an der Stelle komplett. Das ist nicht mal das Best of Tots. Och nee, oder? Ich glaube, da können jetzt alle drin sein. Okay, da war ich dann falsch informiert. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schade. Schauen wir mal ins nächste rein. Okay, 95er Alisson, den habe ich glaube ich auch noch nicht. Ja, okay, es können jetzt alle drin sein, wie es aussieht. Gnabry, auch eine geile Karte, muss man sagen. Forster Skills, Forster Weak Foot, 99 Antritt, 96 Sprintgeschwindigkeit. Sieht nice aus. Ich nehme aber trotzdem mal Alisson einfach fürs Rating mit. Damit haben wir zwei 95er Karten. Wir kommen zum nächsten Player-Pick. Santi Cazorla, Schulz. Oh, ein roter Tawamba hätte ich auch noch mitgenommen. Gerne. Och man, das ärgert mich jetzt schon so ein bisschen, dass es keine Best-of-Tots-Rewards sind. Aber ist okay. Ich meine, es macht nicht mehr so viel aus. Und dann bekommen wir als letzte Tots-Karte noch zum Abschluss. Ja, moin, Alter. Das ist halt wirklich, ja, typisch. Ederson, Thiago. Thiago sieht auch nice aus. Egal, wir nehmen auch noch Ederson. Einfach fürs Rating nochmal mit. Ja, so viel dazu. Sieht jetzt nicht super geil aus, aber ist okay, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu den 300 K-Packs und zum 11er Tots Pack. Da kann trotzdem noch was Geiles drin sein. So ist es nicht. Dazu jetzt noch 300 K-Packs. Wir gehen rein ins erste. Starten ohne Walkout. Es ist ein Trauerspiel, wirklich. Also bis FIFA 17 waren die Rewards, oder FIFA 18 vielleicht, waren die Rewards echt noch in Ordnung. Ab FIFA 19 waren die Rewards auf einmal so kacke, meiner Meinung nach. Auch in FIFA 20 zieht man so gut wie nie einen Walkout. Es ist zu krass, wirklich. Fügen wir alles dem Verein hinzu, Rest können wir abstoßen. Dann kommen wir zum nächsten 100k-Set. Auch hier natürlich, warum auch? Warum auch ein Walkout gönnen hier? Auf gar keinen Fall. Brasilien, wieder Luis Gustavo, let's go. Alter, was ist das? Was ist das? Oh mein Gott, das sind Top 100 Rewards. Und ich bekomme wirklich die allerletzte Rotze. Es ist zu krass. Komm, wenigstens im letzten 100k-Pack ein Walkout. Wir haben jetzt nicht ernsthaft einen 84er und einen 83er daraus gezogen, oder? Auch hier kein Walkout. Es ist geisteskrank, wirklich. Brasilien, linkes Mittelfeld, Felipe Anderson, 84er. Ach Jungs, was ist das? Es ist zu krass. Ja, kein Kommentar dazu. Füge ich auch alles mal dem Verein hinzu. Ja, die können wir auf die Transferliste packen, aber es juckt halt eigentlich auch nicht mehr so krass. Und dann kommen wir jetzt zum 11er Tots Pack. Community, Premier League, Bundesliga, La Liga, Serie A und Ligue 1. Okay, also nur Spieler aus den Top-Ligen sind da drin. Also ist es mehr oder weniger Best of Tots, aber da können halt auch noch die ganz schlechten drin sein. Aber schauen wir mal. Ich würde sagen, wir starten rein in mein 11er Tots Pack, 11 Tots Karten. Wir gehen rein, ultimatives Tots Pack. Was wird der highest rated Spieler? Wir ziehen das Ding. Italien Torwart. Was? Oh mein Gott. Donnarumma. Da würde ich auch absolut reindeppen, mein Freund. Das Ding ist, es gibt natürlich noch viele Tots-Karten, die dahinter sein können, aber 95er Donnarumma ist schon mal echt nicht geil als Nummer 1 Spieler. Wir skippen das Ding. Und was ist drin? Alter. Es ist so scheiße. Es ist so
Scheiße. Jesus. Also das finde ich gerade schon, ist schon ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. Ja, wow, cool. Jetzt wurden wir hier auch noch rausgekickt. Wir schauen uns die Spieler nochmal an. Ach, das ist jetzt nicht euer Ernst. So, da bin ich wieder. Das Ding ist, wir haben halt wirklich fast keinen Spieler gezogen, der was wert ist. Verratti, ja okay, ist extinct. Die meisten werden alle extinct sein. Bernardo Silva, extinct. Benitez, extinct. Sergio Busquets, extinct. So gut wie alles extinct. De Paul, der könnte sogar noch ein bisschen was wert sein. Der war damals schon ein bisschen was wert. Canales, Digga. Ohne Spaß, ich bin fest davon ausgegangen, dass ich Best of Tots Rewards bekomme. Ist ja okay, dass es jetzt keine sind. Aber die Rewards, die sind schon echt richtig kacke. Junge, wie günstig die auch sind. Die Price Range ist ja so lächerlich. 110k. Wie viel kostet Bernardo Silva? 130. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die alle verkauft werden. Aber ja, die Coins nehme ich dann auch mit. 100k für Sergio Busquets. Savanier 70k. Komm, De Paul, der kostet ein bisschen mehr, oder? 65.000. Ja gut, 50.000 für Bamba. Da kriegt man ja fast mit einem FIFA 20 Top 100 Pack mehr Coins, Kappa. Ja, das war auf jeden Fall das Retro FIFA 19 Top 100 Pack Opening. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. War auf jeden Fall nochmal ganz cool, so ein Pack zu bekommen. Auch wenn wir keinen einzigen guten Spieler bekommen haben. Weder aus den roten Player Picks, noch aus dem Elfer Tots Pack. Also das ist wirklich zu krass. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Wir sehen uns morgen wieder. Also macht's bis dahin gut, haut rein und ciao.